Deutsche Rente auf Intensivstation. Jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt nach 40 Jahren Arbeit weniger als 1400 Euro Rente. Das sind 800 Euro weniger im Schnitt als in Österreich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. In Deutschland bekommt mehr als jeder zweite Rentner, der 40 Jahre oder mehr gearbeitet hat, weniger als 1400 Euro Rente monatlich. Das geht aus einer Antwort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales auf eine schriftliche Anfrage der linken Abgeordneten Sarah Wagenknecht hervor, die der neuen Osnabrücker Zeitung NOZ vorliegt. Demnach liegen rund 3,8 Millionen gesetzlich versicherte Rentner nach 40 oder mehr Jahren Erwerbstätigkeit unter der Marke von 1400 Euro Nettorente. Zahlbetrag muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 2,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner davon haben sogar nur weniger als 1200 Euro monatlich netto ausgezahlte Rente. Wagenknecht sagt dazu, das deutsche Rentensystem liegt auf der Intensivstation, ist ein schwer kranker Patient. Die linken Abgeordnete fügte hinzu, in kaum einem anderen Land in Deutschland, in Europa, erhalten Normal- und Geringverdiener, die ihr Leben lang hart geschuftet haben, so wenig Rente wie in Deutschland. Daher muss die gesetzliche Rente dringend repariert werden. Ich sage, sie muss wirklich reformiert werden, und zwar vom Grunde auf reformiert werden. Ich halte die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr für reformierbar. Wir brauchen hier ein komplett neues System, und zwar so wie zum Beispiel in Österreich. Durchschnittsverdiener müssen für 1600 Euro Rente Auszahlbetrag im Schnitt 48 Jahre arbeiten. Und das geht eben auch aus den Zahlen hervor, die das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mitgeteilt hat. Versicherungsjahre umfassen sowohl Beitragszeiten als auch Zeiten, für die keine Beiträge entrichtet wurden, die jedoch nur in bestimmten Fällen unmittelbar rentensteigend wirken. Das ist klar, so hat es auch das Ministerium gesagt. Also wir haben ja auch beitragsfreie Zeiten in Versicherungsverläufen. Da gibt es gar keine Zuschläge an Entgeltpunkten. Die Wagenknecht fordert, also Frau Wagenknecht fordert grundsätzlich ein anderes Rentensystem. Warum also reparieren, wenn wir nicht ein anderes Rentensystem haben könnten? Wir brauchen keine spekulative Aktienrente, wie die FDP sie einführen möchte, sondern einen bundenweiten Volksentscheid über eine Rente nach dem Vorbild Österreich. Dort zahlt jeder in das Umlagesystem ein. Ein langjährig Versicherter in Österreich hat im Schnitt etwa 800 Euro mehr Rente im Monat. Die linken Abgeordnete Wagenknecht sagt auch noch, die miserablen deutschen Renten wären in vielen europäischen Ländern undenkbar. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Denkt man mal bitte an Frankreich, wie hoch dort das Rentenniveau ist. Im EU-Durchschnitt liegt das Rentenniveau in Deutschland 10% niedriger als im EU-weiten Durchschnitt. Das ist also wirklich aus meiner Sicht ein Riesenskandal. Ja, also das sind die neuesten Zahlen. Arbeiten in Deutschland und Rente bekommen, das wird immer mehr zum Trauerspiel, so sehe ich zumindest. Und so sagen es uns auch die Zahlen, die aktuelle Politik, vor allen Dingen auch unser Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, will da nicht ran. Ja, das haben wir zum Beispiel am 24.09.2023. Dazu werde ich aber auch nochmal ein extra Video drehen. In einer ZDF-Sendung um 19.10 Uhr erfahren, dass es also mit der SPD, obwohl sie es ja im Bundestagswahlkampf 2021 angekündigt hat, wohl doch keine erwerbstätigen Versicherung geben wird. Da hat man hier also den Wählerinnen und Wählern der SPD echt was vorgegaukelt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.